Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Also wirklich, ich wusste gar nicht, dass das Haus abgerissen wird. Erinnerst du dich an die Zeit, als hier die Dynamitfabrik drin war? Da war es viel ruhiger. Sag mal, Egan, kannst du nicht leiser experimentieren? Die Nachbarn beschweren sich schon. Aus Alaska. Nein, ich glaube, diesmal habe ich es geschafft. Das kann man wohl sagen. Es sieht ganz so aus, als hättest du ein neues System für die Häusersanierung entwickelt. Der Bürgermeister wird sich freuen. Ich frage mich, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis sie uns hier rausschmeißen. Ah! Endlich habe ich einen anti-ektoelektronischen Molekularstabilisator entwickelt. Das ist ja wirklich fantastisch. Als nächstes muss ich die phasenverschobenen Skalare richten, um eine dreifache, möglichst parallel laufende Überlastung zu erreichen. Und dann muss ich nur noch den hydropneumatischen Antriebsbeschleuniger justieren. Aber dazu brauche ich wahrscheinlich zwei neue Oszillatoren. Erklärst du uns das bitte nochmal in Deutsch? Peter, hast du denn nicht zugehört? Ich habe ein ektoplastisches Sieb entwickelt. Oh, das ist ja ein echter Durchbruch. Ein forschungswissenschaftlicher Durchbruch. Das geht in die Geschichte ein. Ich bin froh, dass ich bei diesem Ereignis dabei sein konnte. Ray, ich glaube, du und Egan, ihr müsst dringend mal Urlaub machen. Anstatt die Geister erst in den Verbannungscontainer zu stecken, können wir sie gleich an Ort und Stelle unschädlich machen. Ich muss ja noch eine Kleinigkeit korrigieren. Aha, na, das hättet ihr mir doch gleich sagen können. Haben wir doch. Bei ihm ist es ja klar, dass ich ihn nicht verstehen kann, aber nicht bei euch beiden. Ah, er hat mich schon wieder angeschleimt. Nein, das Problem habe ich schon gelöst. Ich habe ein Gerät entwickelt, das uns bei der Kommunikation mit Slimer hilft. Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe mich da gerade ganz gewaltig verhört. Es hat sich angehört, als sagtest du etwas von einer Kommunikation mit Slimer. Sieh mal, ich habe einfach einen synthetischen Sprachanalysator an unseren altbewährten Computer angeschlossen. Also, wenn Slimer uns nun etwas mitteilen möchte, dann braucht er es nur einzutippen und der Computer wird dann für ihn sprechen. Gut, was? Versuch es doch mal, Slimer. Es bereitet mir unbeschreibliche Freude, mit menschlichen Wesen zusammenzuarbeiten. Für unsere weiteren gemeinsamen Vorhaben hoffe ich auf ein gutes Gelingen, Dolor. Ups, nun, ich nehme an, da ist irgendwo eine Schraube locker. Ich glaube, eher bei dir ist eine Schraube locker. Hör mal, solange ich diese Nervensäge schon kenne, hat er nichts anderes im Sinn, als mich anzuschleimen. Ich ziehe mein eigenes System der Kommunikation mit ihm vor. Ei, ei, Captain, Protonenstrahler bereit machen. Wir greifen an. Slimer, er hat doch nur einen Witz gemacht. Nein, das hat er nicht. Oh wei. Was? Na großartig, jetzt kann ich mit der Kleinkindererziehung noch mal von vorne anfangen. Wir müssen sie schnell wieder einfangen. Schnappt euch ein Ektoplasmanetz. Das darf
darf doch wohl nicht wahr sein. Gute Arbeit, Peter. Wirklich ausgezeichnet. Es tut mir ja leid, aber so viele Slimer auf einem Haufen, das ist einfach zu viel für meine Nerven. Na kommt, Jungs, wir müssen sie einfangen, bevor sie alle abhauen. Ach, du Schreck! George, hat der Wetterbericht etwas von grünem Hagel erwähnt? Es ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Wieso? Endlich sind wir Slimer ein für alle Mal los. Was soll denn daran schlimm sein? Wir sind Slimer überhaupt nicht los. Im Gegenteil, wir werden überflutet werden von Hunderttausenden, von Millionen Slimer. Das tut mir leid, dass ich überhaupt gefragt habe. Nein, es ist ganz einfach. Slimers Molekularzustand ist völlig diskoordiniert. Egan, denk dran, was ich dir vorhin gesagt habe. Wenn du auf unserem Planeten lebst, dann musst du auch unsere Sprache sprechen. Jedes Mal, wenn einer dieser kleinen Slimer auf eine harte Oberfläche stößt, zerfällt der in eine Menge weiterer kleiner Slimer. Ich liebe diesen Beruf. Natürlich. Als er durch das ektoplasmische Netz geschleust wurde, verlor Slimer seine Bindekraft. Jetzt hält ihn nichts mehr zusammen. Unglaublich. Das kann man wohl sagen, aber es muss doch irgendeine Lösung geben. Kann man den Vorgang nicht wieder rückgängig machen? Die Sache wird sich im Laufe der Zeit von allein regeln. Seht ihr, ich hatte recht. Slimer wird sich nicht ewig vervielfältigen. Von einem bestimmten Punkt an ist Schluss damit. Wir müssen nur geduldig warten und dann kommen alle Slimer von allein zurück. Wie lange denn? Oh, 412 Jahre. 412 Jahre? Oh, nein, entschuldigt, ich habe mich da um ein Komma geirrt. Ah. 4120 Jahre. 4000? Das Problem ist weitaus schwerwiegender. Er wird seine Ausgangsform nie wieder annehmen. Slimers Ableger ernähren sich von atmosphärischer Ektoenergie. Das darf doch nicht wahr sein. Ehe du mir das nicht übersetzt hast, kann ich mich überhaupt nicht dazu äußern. Jeder dieser kleinen Slimer wird langsam aber sicher zu einem großen Slimer heranwachsen. Und wir werden hilflos zusehen müssen, wie sie sich vermehren. Ein kleiner Aufprall genügt und sie werden wieder zerfallen. Es ist einfach schrecklich. Es wird nicht mehr lange dauern und die ganze Erde wird mit grünem Schleim überzogen sein. Eine Million Slimer, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Du kannst es dir ja da draußen mit eigenen Augen ansehen. Na bitte, habe ich dir nicht gesagt, dass das unterhaltsamer wird als der Rosenmontagszug? Darüber kann ich überhaupt nicht lachen. Aber das finde ich schon komischer. Wir könnten es noch schaffen. Wir müssen uns nur schnell unsere Ektoplasmanetze schnappen. Vielleicht gelingt es uns doch noch, all die kleinen Slimer einzufangen, ehe sie die ganze Stadt zugeschleimt haben. Sicher. Und Dagobert Duck aus Entenhausen wird der nächste amerikanische Präsident werden. Klar. Ich glaube, Peter hat recht. Dagobert Duck wird unser nächster Präsident? Nein, dass es zu spät ist. Die ganze Stadt wird zugeschleimt werden. Hallo? Ist dort der Flughafen? Wann geht die nächste Maschine? Es ist ganz egal, wohin. Bloß raus aus New York, so schnell wie möglich. Sibirien? Dann bleibe ich doch lieber hier. Also, wir werden wie tapfere Männer kämpfen. Und du auch, Jenny. Oh,
Ich hab dir schon 10-mal gesagt, du sollst deine Pommes frites mit Mayonnaise nicht im Wohnzimmer essen. Oh! Okay, lasst es uns auslosen. Ray, nenn mir eine Zahl. 6. Warum? Faszinierend. Man könnte fast annehmen, du hast geschummelt. Das ist die richtige Nummer. Du hast gewonnen. Das ist ja toll. Was habe ich gewonnen? Du darfst zum Bürgermeister gehen. Ich glaube, wir gehen lieber alle zum Bürgermeister. Natürlich. Auf diese Art und Weise können uns wenigstens alle auf einmal ins Gefängnis werfen. Nein, Peter. Egan hat völlig recht. Einer für alle und alle für einen. Das war schon das Motto der Musketiere. Nur so funktioniert es. Einer für alle und alle für einen! Oh! 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 Janine, die Musketiere hatten keinen Slimer. Was soll das heißen? Ganz New York ist zugeschleimt. Es ist doch nur ein bisschen Schleim und damit werden wir schon fertig. Wir wollten ja nur, dass Sie Bescheid wissen, falls Sie irgendetwas Komisches hören sollten. Obwohl ich nicht glaube, dass Sie drüber lachen werden. Oh nein, und ausgerechnet so kurz vor der Wahl. Das könnt ihr mir nicht antun. Euer Marshmallow-Geist hat mir damals schon den Rest gegeben. Was wollt ihr dagegen unternehmen? Nun, wir könnten zum Beispiel warten, bis im Winter der ganze Schleim hart gefroren ist und dann könnten wir ihn ganz einfach abtransportieren. Im Winter? Ihr werdet augenblicklich mit den Säuberungsarbeiten beginnen. Ich gebe euch genau 24 Stunden. Das ist eure allerletzte Chance. Dieses Mal habe ich wirklich genug von euren Geschichten. Ja, Sir. Oh, Herr Bürgermeister, euer Ehren. Ja, Sir. Ja, Sir. Was ist? Hat irgendeiner von euch eine gute Idee? Also, es gäbe da eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Es ist gefährlich, stimmt's? Und wenn schon, seit wann macht uns das denn was aus? Ich möchte vielleicht noch ein paar Tage leben. Red weiter, Egan. Nun, wir könnten die Polystratifikation des ektoplasmischen Siebs versuchen umzudrehen. Jeder Slimer, der da durchginge, wäre automatisch umgepolt. Es wäre wie bei einem Magneten. Die kleinen Slimer würden sich anziehen, statt sich gegenseitig abzustoßen. Slimer würde aufhören zu zerfallen und sich wieder zusammensetzen. Egan, du bist der Beste. Peter, gib ihm ein Stück Schokolade. Nicht so voreilig, Ray. Erstmal müssen wir einen von diesen kleinen Slimern einfangen. Oh. Los, schnell, fang ihn! Ich hab ihn! Vorsichtig, du darfst ihn nicht erschrecken. Hier lang. Da lang. Ihm nach, los, schnell! Denn gleich hab ich... Pass doch auf, so langsam reicht's mir. Da lang. Nein! Hier lang. Ganz schön blöd, das Ganze. Jetzt reicht's mir. Ich mach nicht mehr mit. Wo ist denn Janine? Im Aktenschrank. Wo soll ich denn sonst sein? Jetzt gebe ich es auf. Es ist mir völlig egal, was mit New York passiert. Ich kann ja immer noch nach Sibirien fliegen. Ausgerechnet Sibirien? Das kann im Zweifelsfall auch nicht viel schlimmer sein als unsere Slimer-Jagd. Ob es wohl Geister gibt in Sibirien? Peter, Egan, seht doch mal! Ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft. Das hat ja wohl auch lange genug gedauert, Ray. Seht mal. Na Gott sei Dank, es funktioniert. Natürlich. Weiter so, sammelt sie alle wieder ein. Wir müssen dafür sorgen, dass er auch all die Slimer wiederfindet, die in der ganzen Stadt rumschwirren. Soll das heißen, wir müssen wieder wie die Wahnsinnigen rumrennen? Peter, sieh doch! Ich habe eine Idee. Warum machen wir nicht einfach das Fenster auf und lassen ihn raus? Ist ja schon gut, Slimer. Schieb ab, such dir deine kleinen Freunde wieder zusammen. Los, Slimer, los! Du schaffst es, Slimer, du schaffst es! Hurra! Hurra!
Erfolg, Slimer! Viel Erfolg! Und komm bloß nicht zurück, Slimer! Lasst uns aufs Dach raufgehen, da können wir alles besser beobachten. Wo ist er denn geblieben? Er wird schon wieder auftauchen. Er sucht sich sicher noch ein paar kleine Slimer zusammen. Mein Instinkt sagt mir, dass hier irgendwas faul ist. Ach, Peter, was könnte denn schon Großartiges passiert sein? Ach du meine Güte! Ich glaube, wir hätten unseren Urlaub nie in New York verbringen sollen. Zu viele Verrückte. Außerdem ist diese Stadt viel zu dreckig. Was soll das? Egan, das war deine Idee. Rede du mit dem Bürgermeister. Ich fliege jedenfalls nach Sibirien. Warte, ich komme mit, Peter. Egan, was ist passiert? Warum ist Slimer auf einmal so groß? Die kleinen Slimer haben in unserer Stadt einfach alles gefressen, was ihnen gerade über den Weg kam. Sie sind größer geworden. Und nun haben wir es auf einmal mit zu viel Slimer zu tun. Sehr richtig. Und so ist aus unserem lieben kleinen Slimer ein unkontrollierbares Monster geworden. Jetzt habe ich aber genug Slimer. Wir werden dich ab sofort auf Diät setzen. Auf Diät? Gute Idee. Egan, ich glaube, du hast eine Luftveränderung nötig. Du solltest mit den anderen zusammen nach Sibirien fliegen. Nein, hör zu. Diesmal habe ich die Lösung. Wir gehen einfach nochmal zum Bürgermeister. Wir werden ihn um Hubschrauber bitten. Nochmal zum Bürgermeister? Um Hubschrauber bitten? Mit einem gezielten Einsatz unserer Protonenstrahler könnten wir es schaffen, genügend Slimer-Energie zu neutralisieren, um ihn wieder auf seine normale Größe zu reduzieren. Aber für diesen Einsatz brauchen wir Hubschrauber. Ich mache mir Sorgen. Ich habe, glaube ich, beinahe verstanden, was er gesagt hat. Jetzt müssen wir nur noch den Bürgermeister überzeugen. Ich frage mich, was er wohl sagen wird. Hubschrauber? Ich habe wohl nicht richtig gehört. Wir können es ja gerne noch mal wiederholen. Raus hier! Verschwindet! Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, nach Sibirien auszuwandern, um dort Bürgermeister zu werden. Mhm. Seht euch das an! Oh, ich halte das alles nicht mehr aus. Times Square wird ab heute umbenannt in Schleim Square. Bekommen wir jetzt endlich unsere Hubschrauber? Red Dog 1, hier ist Red Dog 2. Nehme Kurs auf Zielposition 3 Grad nördlich. Over. Was hat er da gesagt? Er sagt, Slimer klettert gerade auf das Empire State Building. Ich hab mich wohl gerade verhört. Er klettert auf das Empire State Building? Plötzlich hat er Ähnlichkeit mit einem Gorilla. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Slimer, da gibt's gar nichts zu lachen. Lass mich sofort runter. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Das ist überhaupt nicht komisch, Slimer. Lass mich lieber nicht herunter, Slimer, sonst erschießen sie dich. Ein Wort von mir genügt und er macht genau das Gegenteil von dem, was ich will. Okay, Slimer. Was jetzt kommt, wird uns mehr wehtun als dir. Aber es geht leider nicht anders. Ich
werde das Gefühl nicht los, als ob ich das irgendwo schon mal gesehen habe. Geschafft, geschafft! Na, jetzt brauchen wir wohl doch nicht mehr nach Sibirien. Na, Slimer, was hast du denn zu dem zu sagen, was hier passiert ist? Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich in der letzten Zeit ein paar ungünstige Entscheidungen getroffen habe. Doch das soll sich ändern. Es ist schön, wieder den alten Slimer zu haben, wirklich. Ja, es wurde richtig langweilig ohne dich. Und ein Slimer im Haus, der reicht uns völlig aus. Genauer gesagt, ein Slimer ist mehr als genug. Vor Gespenstern. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Gefällt dieser Nebel nicht schief? Wir sind zu dicht am Parallelogramm. Am was? Dem New Jersey-Parallelogramm. So eine kleine, gefährliche Version des Bermuda-Dreiecks. Wenn man an diese Dinge glauben will. Oh! Ich glaube daran, neuerdings. Oh! Tief, aktivieren Sie das Nebelhorn! Steuermann, weichen Sie aus! Parallelogramm bekannt ist. Seit 1980 sind in diesem Gebiet 7 Schiffe verschwunden. Hör mal, Peter. Was? Es ist schon wieder ein Schiff im New Jersey Parallelogramm verschwunden. Und? Also sollten wir uns mal ansehen, was dahinter steckt. Ray, wer lebt da draußen? Niemand. Es ist mitten im Ozean. Und wer soll uns dann dafür bezahlen? Es wäre eine gute Tat von uns. Guten Morgen, Jungs! Guten Morgen, Miss Janine. Wie schön, dass wir Sie auch schon begrüßen dürfen. Entschuldigt bitte, aber ich konnte einfach an diesem Poncho nicht vorbeigehen. Wie süß. Steht dir ausgesprochen gut. Eigentlich dachte ich, er wäre mehr was für dich. Lies das Etikett. Venkmans Geisterabweiser. Erfunden vom Vater des berühmten Geisterjägers Peter Venkman. Das ist doch unglaublich. Jetzt macht er schon wieder sowas mit mir. Du meinst, dieser süße alte Mann ist wirklich dein Vater? Süß trifft wohl nicht so ganz zu. Ganove wäre richtiger. Och, ich finde ihn aber lieb. Er macht die Firma zum Familienunternehmen. Er wird uns noch alle ins Gefängnis bringen. Das ist glatter Betrug, Peter. Ich weiß, er verkauft schon sein Leben lang Dinge, die gar nicht existieren. Warum immer ich? Vielleicht funktionieren sie doch. Hey, Slimer! Ja, du! Hier, Toro! Ah!
nutzlos. Das funktioniert nicht mal bei Slimer. Peter, mein Junge, du siehst ausgesprochen gut aus. Dad! Ponchos! Wieso machst du sowas mit mir? Warum nicht? Niemand beschwert sich. Das sind gute Ponchos, Peter. Darum geht's doch nicht. Die weisen keine Geister ab. Aber sie locken sie auch nicht an. Also was soll das Ganze? Man wird unserer Firma eine Klage nach der anderen aufhalsen. Und für den Rest meines Lebens werden Rechtsanwälte hinter mir her sein. Sir, Peter hat recht. Was Sie da machen, ist illegal. Also, ich habe das Gesetz nicht übertreten. Ich habe es mir etwas zurechtgebogen. Ein bisschen. Und außerdem gibt es gar keine Gesetze über Geister. Oder doch? Nein, nicht, dass ich wüsste, aber... Na bitte, da siehst du es. Weißt du was? Ich werde dich beteiligen. Und euch auch. Oh, ich denke, ich werde freiwillig. Danke, aber... Ich weiß nicht, aber das ist nicht nötig. Und ihr könnt dann für meine Geisterabweise ein bisschen die Werbetrommel rühren. Vergiss es, Dad. Das ist Betrug. Du kassierst von den Leuten Geld, aber geben tust du ihnen nichts. Okay, Sohn, ich verstehe schon. Ich wollte niemandem schaden. Ich habe nur versucht, etwas zu tun, um unsere Welt zu verbessern. Ich will doch nur helfen. Aber ich höre damit auf, wenn ihr das wollt. Das will ich, Dad. Bis bald, Jungs. Miss, es war nett, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Peter. Er ist kein schlechter Kerl, aber er hält nichts von ehrlicher Arbeit. Er ist ein Schlitzohr. Ich bin nicht überrascht. Genetik, das ist erblich. Ende der Vorstellung. Entschuldigen Sie bitte, aber wer von Ihnen ist Dr. Malch? Ich habe eine Lieferung für Sie. Fehlanzeige. Haben Sie den richtigen Pier? Pier 70, die Lieferung für die MS Applegon, die bevorstehende Expedition zu dem New Jersey Parallelogramm. Was? Ist es das? Ja, danke. Sagen Sie, was soll dieses Parallelogramm eigentlich sein? Ein Gebiet mit übersinnlichen Turbulenzen und gefährlichen, sich kreuzenden Konvergenzen. Naja, wenn Sie das sagen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand freiwillig hinfährt. Ich würde es tun. Ja, das sieht dir wieder ähnlich. Also ich nicht. Ich will erst mal was essen. Los, steig ein. Dankeschön, Dr. Wankman. Mit Ihren Geisterabweisern sollten wir sicher sein. Gern geschehen, Dr. Malch. Ich bin froh, etwas für die Wissenschaft tun zu können. Wann fahren Sie los? Heute Nacht. Seit langer Zeit freue ich mich darauf. Ja, 10 Grad südlich. Hier muss es irgendwo sein. Sir, Ihre Berechnungen in Ehren, aber hier ist nichts. Das Parallelogramm ist eine Legende. Diesen Nebel kann man nicht als normal bezeichnen, Kapitän. Bitte die Geisterabweiser anziehen. Die beschützen uns. Kapitän? Nein, ich danke schön. Oh, Sir, der Kompass dreht durch. Hast du von deinem Vater gehört? Nein. Möchte wissen, was der macht. Ja, wer weiß. Vielleicht ist er gerade in Alaska und versucht dort den Eskimos ein paar Kühlschränke zu verkaufen. Wer von Ihnen beiden ist Peter Wankman? Ich bin das. Was gibt's denn?
Vor genau 3 Tagen ist die MS Applegan aus New York abgefahren und sucht nach dem New Jersey Parallelogramm. Vor 8 Stunden haben wir den Funkkontakt verloren. Mann, Peter! Wir bitten Sie und Ihre Männer um Hilfe. Bringen Sie sie raus. Wir zahlen jede zumutbare Summe. Bravo! Warum wir, Kapitän? Kümmert sich die Küstenwache nicht um vermisste Schiffe? Im letzten Funkspruch war von mysteriösen Nebeln die Rede, die aufkamen. Von leuchtenden Gespenstern, die sie angriffen. Von Geistern, wie sie sagt. Kapitän, es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit in der nächsten Woche. Ich werde seekrank und ich hasse das Meer. Ich habe 2 Worte für Sie. Venkmans Geisterabweiser. Mein Dad? Genau der. Ich liebe das Meer. Es ist groß und nass. Wir gehen auf eine Kreuzfahrt, Ray. Ich weiß, hurra! Ja, hurra! Die Küstenwache meldet, dass die MS Applegan seit Dienstag verschwunden ist. Oh nein, das ist alles mein Fehler. Peter hatte recht. Bringen Sie mich zum Hafen, aber schnell. Wir sind an der Stelle, von der aus sich die MS Applegan das letzte Mal gemeldet hat. Und was machen wir jetzt? Nun warten wir auf eine große, dicke Nebelbank. Wie die da? Egan, was ist denn das da? Das ist eine Art Energietor. Versuchen Sie, den Linien auszuweichen. Oh nein! Ich habe keine Kontrolle mehr! Was ist passiert? Egan, und was nun? Solange wir mit dem Schiff nicht verschwinden, ist alles in Ordnung. Verdammt! Festhalten! Das Schlimmste wäre überstanden. Da bin ich mir nicht sicher, Peter. Siehst du? Ich mag es nicht, wenn er recht hat. Ich hatte schon angenehmere Albträume. Habt ihr es alle überstanden? Solange wir nicht gestorben sind, schon. Wir sind am Leben, sonst könnte ich das hier nicht tun. Hey, warum geht's nicht? Mit den übersinnlichen Kräften hier drin könnte man die Titanic heben. Das Ding sollte das eigentlich anzeigen. Egan, hast du das auf dem Gewissen? Nein, passt mal auf. Es funktioniert. Hier ist alles mit ektoplasmischer Energie geladen. Also habe ich die Pole einfach umgeändert. Spengler, das ist genial! Es reagiert nur auf die Realität. Fantastisch! Eine große Leistung, Egan. Du hast dir mal wieder ein ganz dickes Lob verdient. Na, wie läuft's denn? Abgesehen davon, dass unter uns kein Wasser ist, läuft alles ziemlich gut. Wir warten, bis das Messgerät uns einen großen Brocken Realität anzeigt und folgen ihm. Ich habe ein Signal. Wie stark? 0,04. Nicht genug. Ist zu klein. Für ein Schiff dieser Größe müsste es mindestens 6 oder 7 sein. Vielleicht ein Rettungsboot? Nein, sicher eine Funkstörung. Weiterfahren. Macht schon, verschwindet! Folgt einem anderen Boot! Thank you.
Ich weiß nicht. Sagen Sie, wie steuert man in so einem Ding? Ah. Ich glaube kaum, dass meine Überredungskunst mich hier rausbringt. Torpedo-Backbord! Oh. Egan, was geht denn hier vor sich? Also, kannst du dir vorstellen, dich selbst zu falten? Ich glaube schon. Weißt du, was Origami ist? Egan, du kleiner Wissenschaftler. Willst du damit sagen, in diesem Gebiet faltet sich die Realität? Genauer gesagt, sie zerbröckelt. Alles läuft in alle Richtungen und nichts überschneidet sich. Siehst du? So wie es beim Bermuda-Dreieck ist. Nur, dass das New Jersey-Parallelogramm unübersichtlicher ist. Ich empfange hohe Realitätswerte. Da hinten. Warum nehmen wir sie ins Schlepptau? Alles bewegt sich hier in einer eigenen Richtung. So wie das Torpedo. Auf dem Kopf, vertikal, horizontal. Man selbst bemerkt das nicht. Also müssen wir zusammenbleiben, bis wir hier raus sind. Fertig! Volldampf voraus! 5 Grad Backbord! Wie lange noch? Egan meint, dass wir bald draußen sind. Sobald wir den Eingang gefunden haben. Geradeaus! Weiter! Weiter! Wir sind da! Junge, du. Danke, Küstenwache. Den Rest schaffen wir allein. Sehen Sie, Kapitän, ist das nicht... Backbord, unbemanntes Boot. Dr. Winkman benutzte dieses Boot. Er versuchte uns zu retten, aber konnte unser Schiff nicht erreichen. Peter, glaubst du wirklich, er ist... Immer noch da drin? Wahrscheinlich. Was machen wir nun? Mir gefällt's hier wirklich nicht. Hey, Peter, wir finden ihn. Es ist besser, wir lassen ihn hier. Das ist ein sehr passender Ort für ihn. Schließlich wird man hier auch ganz schön betrogen. Was ist denn das nun wieder? Das ist die Bismarck. Die sank 1941. Also bloß raus hier. Wo ist das Torpedo? Jetzt brauchen wir's. Wunderbar! Entschuldigung. Seht mal, da hinten. Ich empfange ein Signal. Halt drauf zu. Da lang. Ah! Ich hab recht, glaub mir. Wir werden alle sterben! Ah! Ah! Und dabei fahre ich doch so ungern Achterbahn. Oh. Ach, du lieber Mann. Ah. Ich glaub, mein Rücken ist gebrochen. Ich glaub, meine Knochen sind alle kaputt. Da! Oh nein! Verschwindet endlich, ihr Gemeinwiesner! Zurück! Oh, das ist aber anstrengend. Vorsicht! Oh, Jungs! Haut ab!
sie euch! Geschafft! Oh, ich glaube, wir bekommen Schwierigkeiten. Alles okay? Das möchte ich hoffen. Was sagt man in so einer Situation zu seinem Retter? Danke, dass ihr das Boot gerettet habt. Ich habe dafür $100 Pfand hinterlegt. Was ist denn jetzt los? Unsere Strahlen haben die Kuppel beschädigt. Sie bricht zusammen. Wir müssen hier schnellstens raus. Geschafft! Hurra! Und somit verschwindet das Parallelogramm ein für alle Mal. Wirklich schade. Ich hätte dieses Phänomen gerne studiert. Aber wir sind die ersten 4 Leute, denen es gelungen ist, so ein übersinnliches Phänomen erfolgreich zu beseitigen. Da wäre nur noch eins, Dad. Ich hoffe, du wirst jetzt ehrlich. Sohn, du kannst dich drauf verlassen. Irgendwas für mich? Hübsche Postkarte. Kennst du denn jemanden in Nordalaska? Die ist von Dad. Was schreibt er? Ist er immer noch ehrlich? Nun, er hat einen Job. Hm? Er verkauft jetzt Kühlschränke an die Eskimos. Ja? Jemand mit so viel Überzeugungskraft sollte für uns arbeiten. Peter, das war doch nur ein Witz. Peter! Ah, Peter, nein! Peter!